Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwelche Gegner sind. Aber eigentlich nicht, ne. Hey, Herr Bürgermeister, wann wird diese Krise gelöst sein, ne? Achso, die quatschen auf Englisch. Gott, das ist so ein Wales, aus Wales, so walisisches Englisch oder schottisches Englisch. Calm down, everyone, please. I assure you that everything that can be done is being done. Das ist so sehr nicht Englisch. Was ist das? Jau, ihr habt gerade eine Gruppe dieser Abenteuer angeheuert, stimmt's? Wo in Abgrundstiefe sind sie? Nun, sie sind noch nicht wieder zurück, nein. Oh, wir werden dem Verderben anheimfallen. Dem Verderben. Wir müssen aus dem Dorf fliehen. Wir müssen fliehen, bevor noch mehr Leute verloren gehen. Leute, jetzt beruhigt euch doch wieder. Kommt, jetzt ist keine Zeit für Panik. Bitte, hört auf meinen Mann. Ja. Naja, wir suchen nach einer anderen Gruppe von Abenteuern, die sich um dieses Problem kümmert. Ihr meint, wir müssen die Ogre und das böse Pack töten? Ja, seitdem die Monsterhorde in die Gegend gekommen ist, haben wir nur Schwierigkeiten. Sie fressen Leute, ja, das machen sie. Ihr seid beide bescheuert. Ganz sicher waren es die Wölfe, die sich in den Hügeln rumtreiben. Hungrig sind sie. Das sind keine Wölfe, dumme Kopf. Das ist Uma selbst, die zurückgekehrt ist, um zu erschrecken und unsere Kinder zu rauben. Uma? Bitte erzählt das alte Märchen nicht schon wieder. Könnt ihr nicht sehen, dass es die Ogre sind? Ganz eindeutig. Leute, bitte. Wir müssen erst einmal herausfinden, was der Waldläuferin Merala, unserer Protektorin, zugestoßen ist. Und dann den Grund für all diese Morde herausfinden. Bald werden mehr Abenteurer kommen. Nun, sie können nicht früh genug kommen. Jo, tut was, Bürgermeister. Oder wir müssen ins Städtle fliehen, um sicher zu sein. Ich versuche, ihr etwas zu unternehmen. Ich will nur, verhaltet euch ruhig. Panik hilft uns nicht weiter. Ich werde jetzt in mein Haus zurückkehren. Geht alle heim, bitte. Gut. Also ihr merkt, hier sind Probleme und keiner weiß so richtig, was es ist. Und jeder sucht die Schuld bei jemand anders. Nelek, hallo. Wir rüsten mal wieder das Charisma-Schwert aus, weil wir so einen schlechten Ruf haben, würde ich besseres Charisma haben. Ja, was wollt ihr, Fremde? Was geht eigentlich in diesem Dorf vor? Ich werde euch sagen, was hier vorgeht. Die Wölfe, die sich die ganzen Jahre in den Hügeln herumgetrieben haben, fallen jetzt über uns her. Seit Wochen schon stellen sie uns nach, schleichen sich nachts ins Dorf und zerfetzen die Leute. Und in der nächsten Nacht verschwinden die Leichen. Fürwahr, ein grauenvoller Anblick. Ich habe sie auch schon gesehen. Diese Wölfe schauen mich aus der Ferne mit schlauen Augen an. Es ist die Wahrheit. Der Rest des Dorfes ist voller Narren. Diese Ogre, ich habe sie gesehen und sie sind gar nicht schlimm. Und der ganze Schmarrn über Uma, das ist alles nur ein Haufen Unsinn. Wurde nichts unternommen, um die Wölfe zu jagen? Der dumme Bürgermeister hat eine Halblingsdame und ihre Truppe angeheuert, die herausfinden sollten, was hier passiert ist. Sie sind nicht zurückgekommen. Schätze mal, die Wölfe haben sie zerrissen. Warum sollten die Wölfe einen Tag später zurückkommen und die Leichen mitnehmen? Aber absolut keine Ahnung, aber es ist ganz sicher nichts Natürliches. Soweit ich sagen kann, verschwinden sie ganz einfach. Was wisst ihr über die Ogre? Sie gehören zu einer großen Rebellenarmee aus dem Süden von Am. Wahrscheinlich Deserteure. Habe sie auf meinen Patrouillen gesehen. Sieht nicht so aus, als ob sie was vorhätten. Sie werden von einem riesigen Ogre angeführt. Madulf heißt er, glaube ich. Möchte in Ruhe gelassen werden. Die Tatsache, dass er erst spricht, anstatt zu töten, macht ihn zu einem relativ angenehmen Zeitgenossen. Okay. Was ist mit der Uma? Alles nur ein Riesenhaufen Dung. Wenn ihr etwas über Uma wissen wollt, dann redet in der Taverne mit Vincenzo. Er redet gern über solchen Mist. Okay, ich ziehe weiter. Dann nur hurtig, Fremde. Wir brauchen hier ganz sicher nicht noch mehr Ärger. Okay. Wie auch immer. Also ein Dorfhaufen mit Haufen Problemen und keiner weiß so richtig, was nun eigentlich das Problem ist. Ich sollte mal wieder speichern, glaube ich. Oh, hier sind auch Leute, die wahrscheinlich alle irgendwas sagen zu dem ganzen Vorfall. Jeder hat so seine Meinung wahrscheinlich wieder. Oh, da ist der Nischro weg. Schade. Womit fangen wir an? Wir fangen von links an und dann gehen nach rechts. Das sind Händler. Ah. Ja, was wollt ihr denn genau? Wenn ihr etwas zu kaufen wünscht, dann sagt es schnell, denn ich habe nicht viel Zeit für solche wie euch. Sicher, lass mich sehen, was ihr habt. Gut, aber berührt nicht, solange ihr nicht vorhabt, es zu kaufen. Okay, was ist das? Okay. Bier? Hier kann ich Bier kaufen. Oh, nicht schlecht. Leider überteuert, weil ich nicht so einen guten Ruf habe, aber naja. Und dann Tränke und ein Edelsteinbeutel. Na, noch einen brauchen wir jetzt auch nicht, oder? Gut. Identifizieren kostet 100. Keine Lust. Ich habe genug Rollen zum Identifizieren. Ich weiß einfach, dass eines Tages einer von diesen Ogern herunterkommen wird und mich abschlachtet. Genau wie die anderen Dorfbewohner. Ich habe
nie an so etwas gedacht, als ich Kaufmann wurde. Wir gucken erstmal alle wegen Lager an und dann können wir nochmal quatschen, was die so zu sagen haben wegen den Problemen hier. Oh, das ist mir recht. Aber das ist nicht, da ist nicht viel. Die Karawanen kommen einfach nicht durch, wenn sie nicht bewacht werden. Und das schmälert den Gewinn beträchtlich, nicht wahr? Das kennen wir ja schon von der anderen Stadt da, von Handelstreff. Schilde. Kleiner Schild plus 1. Rüstungen, Plattenpanzer plus 1. Okay, alles nur langweiliges Zeug. Identifizieren 100. Hm. Of course. Have a look at my rares. I trust you'll find them all in satisfactory condition. Hallo, was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Wollt ihr ein Schmuckstück oder wünscht ihr Informationen? Erstmal mal wissen, was er anzubieten hat. Okay, Billigtränke, Regenerationstrank ist jetzt nicht unbedingt der billigste. Geschichte der Zentarim von Halrua und Joe 2 und Tiefwasser. Bücher. Oh Gott, wer kauft denn Bücher? Vor allem 40 Bücher mit der Geschichte von Zentarim. Okay. Greetings, good customer. A pearl to you. Mhm. Ah, ich wünsche euch einen guten Tag, werte Dame. Es ist schön, ausnahmsweise mal ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Hier sind nicht viele Reisende durchgekommen, seit diese ganzen Morde angefangen haben. Es wäre mir eine Freude, wenn ich euch ein paar Waren, die ich zum Verkauf anbiete, zeigen dürfte. Ich muss euch jedoch warnen. Unser Handelsgeschäft hatte in letzter Zeit nicht viel Gelegenheit zu liefern. Deshalb gibt es nur wenig Waren. Handelsgesellschaft, so. Plus 1, Waffen, ein bisschen... Ich will was Besonderes sehen. Naja, gut. Alles relativ langweilig, ne? Na gut. Dann quatsch mal mit allem, was du zu den Morden zu sagen haben. Wir wollen ja ein bisschen was aufklären. Ah, das ist vielleicht eine Geschichte. Allerdings hört nicht auf das Geschwätz, was die Dorfbewohner euch vielleicht erzählen werden. Sie werden euch glauben machen, dass eine 500 Jahre alte Hexe auf der Pirsch ist. Denn seht, in Wirklichkeit gibt es ein Rudel Wölfe, das sich die Gegend um unser Dorf ausgesucht hat und sich nun ab und an einen Menschen greift. Man kann noch nicht einmal viel herumreisen, aber man hat eine bewaffnete bewaffnete Wache dabei. Dadurch laufen die Geschäfte schlecht. Unsere Gesellschaft dachte, es wäre eine gute Sache, als wir vom Stadtrat die Exklusivrechte für Imnestal bekamen. Jetzt verlieren wir dadurch nur Geld. Warum gehen dann nicht einfach alle? Tja, einige Leute glauben immer noch, dass das Problem lösen könnte. Ich habe gehört, dass der Bürgermeister eine Bande von Abenteuern angehört haben soll, aber die sind verschwunden. Ich war doch gar nicht hier. Achso, andere Abenteuer, ja. Haben wir schon gehört. Keiner will mehr alleine reisen, aber wenn nicht bald etwas getan wird, könnte es sein, dass sie beschließen, alle gemeinsam zu gehen. Es ist eine Schande, denn ansonsten ist es ein wohlhabender Ort. Normalerweise laufen die Geschäfte gut. Gut. Dann wollen wir mal ihm hören. Nun, wir haben hier eine kleine Intrige laufen, obwohl das nichts ist, was eine Reisegesellschaft, die so bewaffnet ist wie ihr, interessieren dürfte. Tja, es sind ein paar Leute verschwunden. Der Verlust der Waldläuferin Marella war am beunruhigendsten. Sie verschwand, als es nach dem Verbleib der ersten Person, die verschwand, irgendein Bauer, als sie nach irgendeinem Bauer forschte. Ihre Hütte lag im Südwesten, wo ich mir nicht vorstellen kann, was ihr dort finden könnte. Kümmert mich wirklich herzlich wenig. You'll find no better prices in arm. I guarantee. Oh, das ist furchtbar, nicht wahr? Links und rechts sterben Leute, man findet kaum noch einen Kunden, so ist es aber auch in Ordnung, denn jetzt wird sowieso niemand mehr mein Lager aufstocken. Man sollte etwas gegen diese Orga tun. Als sie kamen, hat das alles angefangen. Eine meiner Karawanen wurde einmal von Orgern angegriffen. Sie sind böse und brutal. Okay, also er sagt Orga. Useful gadgets I have. Yes, I do. Was wisst ihr über Vorgänger? Nichts und ich will auch nichts wissen. Alles, was ich will, ist, aus diesem stinkenden Dorf sicher zu verschwinden, sobald die Straßen wieder offen sind. Händler können nicht anständig arbeiten. Okay. Gut, ich glaube, der Anblick eures Rückens gefällt mir besser. Vor allem, wenn er immer kleiner wird, je weiter ihr weggeht. Okay, also der mag uns nicht. Warum auch immer. Wir gucken mal auf die Karte. Ja, wir sind im Südosten und im Südwesten soll wohl das Haus dieser Waldläuferin sein und wir sollen rausfinden, was da los ist. Also hier ist wohl Waldläuferin. Burn them all, genau. Ah, Hicks. Ich erkenne euch gar nicht. Sollte ich? Seid ihr vielleicht Verwandtschaft, die gekommen ist, um mich nach Hause zu holen? Wisst ihr etwas über die Tötung hier? Ja, ich weiß, dass das für einen armen Säufer wie mich nicht mehr sicher ist, auf der Straße zu knacken. Vincenzo hat mich bei sich aufgenommen, nett wie er ist, damit ich nicht von der Oma-Hexe erwischt werde, wa?
Also ich selber weiß ja nicht, ob die Uma-Hexe wieder da ist. Ich habe nachts so schwarze Umrisse gesehen, wie lebende Schatten. Lebende Schatten? Ihr wisst Bescheid, wir hatten schon Schatten gesehen. Aber ich bin ja nur der stadtbekannte Säufer. Irgendwie hat er eh keiner zu. Also die Wahrheit ist, ich habe ganz schön Schiss, dieser Tage draußen zu pennen. Nix. Andererseits bin ich meistens hier, also hat sich nicht viel verändert, was? Gut, also der sagt, das ist irgendwas mit Schatten. Der ist sogar, hört sich sogar so an, als wenn er wirklich was weiß oder gesehen hat. Im Moment sind wir nicht gerade von Fremden angetan. Zu viele Dorfbewohner werden vermisst, ja. Well met and welcome. Ich kann nicht sehen, was das Ganze soll. Es sind die Ogre, die alle getötet haben. Monster machen sowas, okay. Willet der Stallbursche und Vincento Schank wird, okay. Never had rats. No, sorry. Hallo und guten Tag, ich bin Vincenzo und ich biete euch alle Dienste in meinem bescheidenen Wirtshaus an. Es gibt eine Menge Sachen über euer Wirtshaus zu sagen, Vince, aber als bescheiden würde ich es nicht gerade beschreiben, ne? Ruhe, Junge, wenn du mich weiter Vince nennst, werde ich dich übers Knie legen. Ich heiße Vincenzo. Das ist ein Haufen Unsinn. Ihr hört den Namen von einem sambianischen Händler und plötzlich fangt ihr an, auf vornehm zu machen. Pff. Beachtet den Jungen nicht. Er ist ein unwissender Herumtreiber, den ich aus Mitleid aufgenommen habe. Ein Einfallspinsel, der seinen Platz nicht kennt. Gibt es irgendwas, was ich für euch tun kann, werte Dame? Was wisst ihr über die Morde in dieser Gegend? Ah, Vincenzo kennt die Wahrheit. Meine Familie hat sehr lange in dieser Gegend gewohnt und die Geschichten über die Hexe von Uma sind überliefert worden. Das sind sie. Ihr fangt doch nicht etwa schon wieder mit dem Quatsch an, oder? Still, Junge. Vielleicht sollte ich stattdessen dich der Hexe geben. Als ein Opfer, hä? Draußen vor auf der Türschwelle mit einem Strang Strohballen um den Hals. Tja. Dachte ich mir, als euch das Maul stopfen würde. Nun denn, werte Dame, ich kann euch alles über die Hexe Uma erzählen. Eine Geschichte, bei der ihr mit den Ohren schlackern werdet, wenn ihr sie hören wollt. Redet weiter, ich habe genug Zeit. Wie ich schon sagte, meine Familie wohnt schon seit langer Zeit in der Gegend. Wir waren bereits hier, als die Hexe sich über 700 Jahren Leiden über dieses Land brachte. Achso, vor 700 Jahren Leid über das Land brachte. Uma war eine böse Frau, niemand sah sie je. Außer wenn sie aus ihren Bergen kam, um irgendeine arme Seele zu stehlen. Schäfer, Babys, jede, der gerade nicht aufpasste, konnte ihr Opfer werden. Sie folterte sie, man konnte nachts ihre Schreie hören. Die Leute versuchten sie zu finden, aber nur die Leiche der Opfer tauchten auf, verstümmelt und tot. Weiß wirklich nicht, warum sie nicht einfach getötet haben. Weil sie sie nicht finden konnten, dummer Junge. Hast du nicht zugehört? Davon abgesehen war sie eine mächtige Hexe, die für jeden Kampf mit einer Menge Magie ausgerüstet war. Das ist eine merkwürdige Sache, werte Dame. Eines Tages verschwand Uma einfach. Vielleicht wurde sie ermordet, vielleicht aber auch nicht. Aber etwa alle 100 Jahre, sagt man, kehrt sie in die Berge zurück. Haha, da fängt eure Geschichte an, wirklich komisch zu werden. Ich warne dich, Junge. Du bist hier schneller draußen, als du blinzeln kannst, wenn du so weitermachst. Wie ich schon sagte, etwa alle 100 Jahre kehrt sie zurück. Leute verschwinden und werden in den Bergen gefoltert. Und nur manchmal findet man eine Leiche. Sobald Uma ihren Blutdurst gestillt hat, kehrt sie zurück, woher sie gekommen ist. Das ist genau wie bei den anderen Malen. Die Menschen vergessen so leicht. Ich sage euch, es ist die Hexe. Hatte niemand versucht, die Hexe zu finden? Nun, da gab es mal vor ein paar Jahren eine Gruppe von Magiern, die hierher kamen. Sie waren jung, Lehrlinge nahm ich an. Zwei Burschen und ein junges Mädel. Magier? Okay. Sie waren von ihrem Meister geschickt worden, um die Hexe Uma zu erforschen oder so ähnlich, haben sie es ausgedrückt. War wirklich eine nette Gruppe, aber es war offensichtlich, dass sie nichts zu finden erwarteten. Ich erinnere mich an sie. Sie waren in Ordnung für Magier. Viel netter als dieser Kerl Yamin. Der sollte lieber seinen Kopf in einen vollen Einer stecken und langsam bis 1000 zählen. Ja, das ist wahr. Die drei gingen in die Berge und man hat sie nie wieder gesehen. Außer dem Tagebuch des Mädchens. Das habe ich selbst in den Wäldern gefunden. Okay. Weitere Opfer von Uma. Das war so klar wie das Tageslicht. Ihr könnt alles im Tagebuch des Mädchens nachlesen. Könnt ihr mal einen Blick darauf werfen? Ja, könnt ihr. Ein Freund von mir, der Schreiber ist, hat vor ein paar Monaten für mich ein, zwei Abschriften gemacht. Ihr könnt eine haben, wenn ihr wollt. Ein, zwei Abschriften? Ihr habt eher ein ganzes Lagerhaus voll mit Abschriften von diesem Buch. Bananengesicht. Nun ja, und wenn schon? Das ist eine mehr oder weniger gute Geschichte. Wird mich eines Tages stinkreich machen. Und wo wirst du dann sein, kleiner Schlammfresser? Ich wette, ihr habt das Tagebuch selber geschrieben. Das habe ich nicht. Hier, werte Dame. Verwendet es, wie ihr es für richtig haltet. Aber nehmt euch vor der Hexe in Acht, wenn ihr in die Berge geht. Sie hat ihren Blutdurst noch nicht gestillt. Bei weitem nicht. Okay, also wir haben jetzt irgendein Buch gekriegt. Tagebuch der Uma-Hexe. Ich guck mal kurz, wie viel das ist. Okay, ist gar nicht so viel. Kurz überfliegen. Gemeinsam mit 200 jungen Magierlehrlingen. Aber es schafft... Letzte Seite lässt sich kaum noch entziffern. Tut mir leid wegen Yoshelus Mutter.
Es tut mir leid, was mit Michaelus passiert ist. Irgendwas ist hier draußen bei uns. Wir dachten, es wären Bauern, aber Bauern sind nicht so verschlagen. Michaelus sagt, es wäre die Hexe. Ich kann sie im Schlaf hören. Sie will nicht ich will nicht schlafen. Damit endet das Tagebuch. Okay. Interessant. Das kommt wieder mal hier rein, wenn es reinpasst. Gut. Wenn ihr kein Pferd unter aller Rüstung versteckt habt, solltet ihr lieber mit Winscher und nicht mit mir reden, nicht wahr? Was hat er anzubieten? Nur schlafen und Bier, okay. Was macht... Der will gerade mit Triss quatschen, glaube ich. Okay, dann quatsch Mama.